Wir haben jetzt an der russisch-kasachischen Grenze. Es hat, denke ich mal, wieder irgendwas um die 50 Grad. Der Wind geht brutal stark, das hört man vielleicht sogar. Wir hoffen, dass das jetzt schnell geht. Mal schauen, kostet uns, dass auch in Kasachstan die Straßen immer schlechter werden sollen. Und gut, schauen wir mal, wie weit das wir heute noch kommen. Hier ist gerade beim Pinkeln, da unten im Straßengraben. Und gut, Essen und so Sachen haben wir alles schon dabei. Und da brauchen wir eigentlich gar nicht zum Tanken stehen bleiben. Jetzt haben wir gerade russisch-kasachische Grenze überquert. War an sich kein Problem. Das Problem ist eigentlich immer nur, wir wissen nicht, in welches Häuschen das wir gehen. Müssen jetzt waren wir gleich in fünf verschiedenen. Hat jetzt dann auch 2, 3 Stunden gedauert, aber jetzt haben wir es erfolgreich hingekriegt. Jetzt sind wir in Kasachstan. Wir stehen jetzt gerade irgendwo hinter Magath, wollten wir eigentlich Richtung Aktobe weiterfahren. Auf der Karte ist das eine gelbe Straße, also die zweitgrößte hier in Kasachstan. Der Viktor hat uns vorher noch gewarnt, die Straße ist nicht gut. Etwas schlechter als die, wo wir von der Grenze gekommen sind. Naja, das können wir schon machen. Leider ist das die Straße. Und zwar die nächsten 300 Kilometer bis nach Aktobe. Jetzt haben wir beschlossen, wir drehen wieder um und fahren über Ural. Da ist die Straße sehr gut, ist zwar leider ein Umweg. Aber das tun wir uns mit den schwer bepackten Mopeds nicht an. Das ist nicht wert, wenn es da einschmeißt. Muss ich sagen, Fakt für schon mal richtig gut ist. Denk. Fast 140 Kilometer und 8 Stunden in die falsche Richtung. Hier haben wir wieder zurückgefahren. Die ganze Kiste ist von oben bis unten mit Teer voll gesaut, weil die da lauter so Teer spritzt. Weiß ich nicht. Scheiß Dreck. Das regt mich voll auf. Das ist typisch Helmut. Mich hat schon letztes Jahr geschmissen, dieses Jahr geschmissen, mir fällt nie was. Und er, wo er immer erzählt, na, abstürzen bringt nichts, wenn 300 Kilo umfallen, was macht er? Fuß runter, das Ding kippt und der Fuß irgendwie so unten drunter. Ich mache die Krise hier mit dem Scheiß. Also ich habe uns gerade echt schon irgendwie gesehen mit Ärmel gebrochenen Beinen und wir hier auf der Schlammpiste. Also ich hoffe jetzt echt, dass mit den Bändern nichts hat, weil so schaut er ganz aus, der Fuß. Sonst können wir uns gratulieren. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da umkommen, weil da ist so patzig, da brauchen wir nicht weiterfahren. Aber laufen, glaube ich, kann ich noch. Das ist halt das Übliche in Kasachstan. Du hast eine Topstraße und auf einmal hört die auf und dann hast du ja, sowas da. Und da musst du echt vorsichtig sein, weil das ist so patzig, wie wir gerade gesehen haben. Und jetzt geht jetzt schon wieder einigermaßen. Jetzt haben wir da ein bisschen bessere Kiesstraße. Und jetzt haut schon wieder hin. Die Mopeds haben wir jetzt ein zweites Video geschoben. Ich glaube das schon. Ah, das war ein Schreck jetzt. Das ist praktisch rechter Hand der Dirk und links der Christian. Die beiden haben wir in Aktobe kennengelernt. Die haben zufällig dieselbe Route, haben Anfangszeit ein bisschen anders gefahren wie mir und haben uns eben auch schon übers Internet ein bisschen kommuniziert und zufällig jetzt in Aktobe getroffen. Und jetzt, da unsere Route dieselbe ist, fahren wir jetzt miteinander durch die Mongolei bis Ulaanbaatar. Sie fahren dann weiter bis Vladivostok, auch nach Japan.
einen kurzen Sake trinken und dann wieder nach Hause. Und genau, und ja, jetzt reisen wir zu viert, ist sehr entspannt, lustig und macht richtig Spaß. Sind wir jetzt praktisch heute bis zur russischen Grenze gefahren. Letzter Ort. Jetzt haben wir uns ein bisschen durchgefragt, ob die so ein Hotel oder irgend so ein Ding da haben oder ein Motel, irgendwas Billiges einfach. Und die haben das einzige Gebäude, was die haben, ist das praktisch da im Hintergrund. Das ist angeblich so ein Gostinica. Ich weiß nicht, schaut eher aus, da ist bei uns Bauruine. Also ich hab schon gesehen, hier wird es Augen machen.